Und herzlich willkommen zu Gönn dir was. Ich habe mal wieder ein bisschen was geshoppt in der Kreativ-Corner. Und das wollte ich euch mal zeigen. Ist diesmal nur wirklich ein bisschen. Ich habe es schon aufgemacht, aber noch nicht reingeguckt. Weil Barbara verpackt hat immer extrem gut. Und ja, das braucht dann ein bisschen, bis man auf hat. So, und zwar... Oh, dankeschön. Sind die nicht toll? Wow. Klasse. Guckt mal hier, die Blumen. Oh, dankeschön. Total mein Geschmack. Super. Ja, ich habe mir... diese Dinge bestellt, weil ich die auch wieder für ein bestimmtes Projekt brauche. Das kann ich aber noch nicht verraten. Unter anderem einmal von Scrapberries, diese süßen lila Blümchen. Dann habe ich mir mal diese Wachse bestellt. Einmal so Metallic Wachs in Bronze. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Das würde ich euch gern in einem separaten Video zeigen. Dann einmal Antikwachs in Amethyst. Och, guckt mal. Noch eins. Ja, dann habe ich mir unter anderem wieder Papiere bestellt. Huch, oh, sorry. So, einmal dieses Papier, was sie mir als Goodie noch reingelegt hat. Das ist die Rückseite. Total schön. So, dann machen wir das mal auf. Raschel, raschel. So, und zwar habe ich mir drei von diesen Bögen geholt. Das ist alles so in schwarz-grau. Dann habe ich mir passend aus der Kollektion, das ist im Übrigen diese hier, hier so, ja, die Dinge kann man ausschneiden und genau dafür habe ich sie mir bestellt. Und dann habe ich mir dreimal dieses hier bestellt. Das ist so Mauer mit Schrift und die Rückseite, ja, ist so ein bisschen lila. Gefällt mir auch total gut. Wunderbar. Das ist von 13th Art Secret Letters Written Stories. Oh. Wunderschön. Ah ja, und ihr wisst ja mittlerweile, ich bin von diesen Papieren absolut begeistert, weil die super toll zu verarbeiten sind. Ja, dann habe ich mir natürlich nochmal Chipboards bestellt, die dürfen nicht fehlen. Unter anderem ja, so ein paar Wortchipboards
einmal Family Time, dann Amazing, dann nochmal, die hatte ich schon mal, Happy, Love and Smile. Na, kriege ich jetzt nicht richtig raus hier. Und dann habe ich entdeckt, so Steampunk-Rohre. Und das fand ich ja auch mal mega interessant. Mal gucken. Dann so Steampunk-Schlüssel. Zahnräder. Und diese wunderschöne Uhr. Da sind auch noch Ecken mit bei. Hier das Innenteil kann man benutzen. Album steht da. Und hier diese tolle Verzierung kann man auch noch nutzen. Also ich bin mega happy. Und da werde ich wieder was Schickes kreieren. Aber am meisten gespannt bin ich auf diese Wachse. Und wie die sich verhalten. Aber das zeige ich euch in einem separaten Video. Das war's schon. Und Barbara, vielen Dank für die süßen Goodies. Du hast voll meinen Geschmack getroffen. Bis demnächst. Tschüss.